Und damit herzlich willkommen zum zweiten Energie-FM-Winterpause-Livestream in dieser Saison. Wir wollen auch heute wieder die Gelegenheit mit euch nutzen, um uns ein wenig über unseren Club zu unterhalten und haben heute, ihr werdet es mitbekommen haben, einen Special-Gast haben, Timo Rost. Der wird in circa, sagen wir mal, 10 Minuten dazugeschalten werden und an meiner Seite heute der Frank. Frank, ich grüße dich. Ja, schöne Grüße in die Runde und ja, ich freue mich wahnsinnig auf diese Energielegende. Ich mich auch, ich mich auch. Also ich mochte ja wirklich alle Gäste, die wir bis jetzt hatten. Wir haben ja viele Gäste schon gehabt. Aber Timo Rost ist noch mal das i-Tüpfelchen, will ich fast sagen. Also ich glaube, Frank, da werden wir heute ja uns gut austoben können, oder? Ja, ich glaube auch. Also wir hatten ja mit Daniel Ziebig schon einen, der ja auch die besseren Jahre von Energie Cottbus mitgemacht haben. Aber Timo Rost hat natürlich noch mehr von diesen besseren Jahren, weil er ja zweimal in der Bundesliga an verschiedenen Zeiten für Cottbus tätig war. Richtig, richtig. Lass uns vorher die Zeit noch nutzen, um ein bisschen darüber zu reden, was gerade denn sonst so bei unserem Oh je. Lieblingsclub abgeht, Frank. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir haben mal wieder einen neuen Präsidenten. Mensch, Frank, was ist da denn schon wieder los? Neues Jahr, neuer Präsident, könnte man bald sagen. Ja, keine Ahnung, ich stecke nicht drin. Scheinbar wurde ihm das Vertrauen entzogen, warum auch immer. Man kann bloß hoffen, dass der neue Präsident auch mit viel Elan wie der alte ans Werk geht, dass vielleicht auch oder dass überhaupt dann was rauskommt, was für alle sichtbar ist und dass er den Verein in halbwegs ruhige Fahrwasser zurückführen kann. Ja, das wäre schön. Das Blöde ist ja, wie eigentlich die ganzen letzten Monate, 2 Monate, sage ich mal, Frank. Wir wissen ja auch nicht mal, wie es diese Saison weitergeht, ne? Ich glaube, der NOFV tagt im Januar Am nochmal, glaube 13. am 13. genau. Und das wird ja eh der allerfrühste Termin sein, zu dem wir irgendwelche neuen Infos haben. Wie geht's dir in dieser Zwangsfußball-Corona-Pause? Es ist ja jetzt nicht das erste Mal. Also, war ich so dumm, wie es klingt, leider viel zu gut, weil es läuft immer noch nebenbei so erste, zweite, dritte Liga, auch wenn man sich das als Außenstehender so gut wie gar nicht angucken kann. Also ich wollte im DFB-Pokal mir die Live-Spiele anschauen und ich dachte, ey, da ist überhaupt keine Stimmung. Klar, sind die Ballstaffetten schön, aber ohne Stimmung im Stadion ist es wie ein dummes Trainingsspielchen. Und da war mir meine Zeit zu schade. Die habe ich dann ausgeschaltet und habe dann lieber YouTube-Videos von Energie Cottbus geguckt und dann wurde ich leider noch trauriger. Die guten alten Zeiten, meinst du, oder was hast du dir angeguckt? Genau, die guten alten Zeiten, Tore 2008, 2009 und wie sie alle heißen. Und auch natürlich die Tore von Timo Rost, aber da kommen wir ja später nochmal drauf zu. Ganz genau, und vor allem die Vorlagen, Oh ja. wenn wir auch noch drüber zu reden haben. Ja, ich grüße auf jeden Fall nochmal den Thorsten, der ist ja im Chat dabei, der Michael ist auch am Start und der Marcello ebenfalls, also seid doch ihr gegrüßt, wie gesagt. Wir holen den Timo gleich dazu und dann quatschen wir uns ein hier ab. Ja, Frank, aber die Saison, machen wir uns nichts vor, die war ja, ich will nicht sagen, die war gelaufen, aber das ist ja auch so das Ding, man hat ja eh keine Hoffnung mehr, dass diese Saison noch irgendwas passiert wäre, ne? Also, so geht's mir Also wenn, zumindest. richtig, also wenn die Saison so runtergespielt würde wollen, wie alle das gedacht haben, vom 1. bis zum 34. Spieltag, dann haben wir überhaupt keine Chance. Aber es gibt ja immer noch dieses kleine Hintertürchen, wo ja einige sagen, lass uns doch Playoff spielen. Und dann sind wir vielleicht in der Playoff-Runde und nicht in der Play-Down-Runde und dann ist vielleicht alles möglich. Ja, also ich bin ja großer Fan von US-Sportarten, also Football und Basketball gucke ich sehr, sehr gerne. Dementsprechend könnte ich mich mit einem Playoff-Format anfreunden. Ich finde die Idee ganz interessant, natürlich auch aus dem Grund, dass es Cottbus diese Saison ja in die Karten spielen könnte. Frank, aber machen wir uns nichts vor, das ist alles reine Spekulation. Natürlich, na klar. Verdient hätte es gerade. Ich glaube, sie sind nach wie vor ungeschlagen, Ungeschlagen. Ja, wenn ich mich nicht irre. Viktoria Berlin, ich ja. denke mal, wenn die da ein Veto hätten, die würden sich aber auch fragen, ja, warum soll hier Energie Cottbus die 15 Ja. Punkte weniger als wir haben, Ja, hier noch richtig, auch ja. nur ansatzweise die Chance für eine Meisterschaft haben? Ich Also würde ich es würde ihnen ja nicht übel gern, ja. nehmen.
Entschuldige, dass ich reinbreche, aber ich würde gerne mal am 13. Mäuschen spielen, weil da wird ja bestimmt wieder jeder einzelne Regionalligist abgefragt werden, wie er denn die Saison am besten runterbrechen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Viktoria Berlin sagt, lass uns doch den Quotienten anwenden, Zwinker, Zwinker. Könnte man sich vorstellen. Frank, was mir noch einfällt, zu unserem ehemaligen Präsidenten Matthias Out. Wir als Energie-FM jetzt nochmal hier im Livestream, wir wollten ja auch eventuell so noch was posten. Ich will nicht sagen, doch kann man schon sagen, schade in dem Sinne, dass er ja dem Fanradio gegenüber eigentlich sehr, sehr positiv gegenüber war und auch für einen Livestream bereit war. Also an der Stelle, wer auch immer es hört oder ob er es vielleicht sogar hört, trotzdem nochmal ein Dankeschön, dass er uns gegenüber so ja offen und kommunikativ war, oder? Kann man, richtig, denke ich, mal nochmal rauslassen hier an der genau Stelle. Genau so ist es. Das ist, glaube ich, also wenn man sich an Herrn Out zurückerinnert, Jahre später oder jetzt auch schon, was wirklich an ihm haften bleibt, ist wirklich diese offene Kommunikation. Also ich kenne ehrlich gesagt keinen Präsidenten, der so offen kommuniziert hat, aber nicht nur mit den Sponsoren, nicht nur intern, sondern der auch offiziell, also auf den öffentlichen Kanälen, bei uns war er schon zu Gast, dann hat er bei der Lausitzer Rundschau, wie gesagt, er hat auch mit einzelnen Fans, bei Fangruppen, er hat ja da gesprochen, also das kannte ich von einem Herrn Fahle, einem Herrn Neubart und auch von einem Herrn Wahrlich, kannte ich das überhaupt nicht so, und das ist eigentlich das Positive, was mir in der Erinnerung hängen geblieben ist, wenn ich an Sebastian Out, Sebastian? Also wenn ich an den Herrn Out zurückdenke. Ganz genau. Ich grüße nochmal die anderen im Chat. Der Estet ist wieder am Start. Der ist, glaube ich, auch fast immer da. Kinny schreibt, Niklas schreibt Hallo und der Matze B. schreibt auch nochmal. Ja, wie gesagt, paar Minütchen noch, dann geht's hier los. Und Frank, da sind wir uns beide zwecks unseres ehemaligen Präsidenten einig. Vielleicht haben wir ja auch mal die Gelegenheit, mit dem Neuen zu quatschen, Frank. Aber der wird gerade, glaube ich, anderes zu tun haben, oder? Also hoffe ich zumindest. Also ich sag mal, was das Thema Kommunikation mit allen Beteiligten und auch mit allen Unbeteiligten angeht, hat der Matthias Out, der schreibt es gerade im Chat, die Latte sehr, sehr hoch gesetzt. Und man kann es bloß wünschen, dass die jetzigen Verantwortlichen bei Energie auch da ansetzen. Natürlich müssen sie vielleicht auch ein bisschen mehr machen als der Herr Out, um Gottes Willen. Aber dass sie wenigstens ansetzen, alle ins Boot zu nehmen, dass sie wirklich vom übertrieben sehen, vom letzten Fan bis hoch zum Edelsponsor wirklich alle mit ins Boot nehmen und alle sagen, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und wir können ja Timo nachher dann mal fragen, was denn das Geheimnis damals in der Bundesliga halt war, wo halt auch jeder gesagt hat am Anfang der Saison, Cottbus ist Absteiger Nummer 1. Und dann war das erste Jahr Ercce Belc, das zweite Jahr Ercce Belc. Und dann bist du abgestiegen und haben gesagt, na, die kommen nicht mehr hoch. Und 3 Jahre später waren sie doch wieder da und haben wieder 3 Jahre. Also wie gesagt, da könnte man Timo vielleicht mal fragen. Vielleicht hat er ja einen Tipp für die jetzige Riege von Energie Cottbus, wie man mit geringen Mitteln vielleicht doch so halbwegs wieder auf die Beine kommt. Ja, das war damals sicherlich das Erfolgsrezept, dass man irgendwie aus den kleinsten Mitteln, ich glaube auch immer mit Abstand, das niedrigste Etat oder das niedrigste Budget gehabt, aber eigentlich immer das Beste draus gemacht hat. Schauen wir mal, da schreibt der Matze, schreibt auch nochmal und Christian, Frank, ich würde sagen, wir haben uns warm gequatscht, wollen wir es nicht unnötig in die Länge ziehen, ich freue mich auch, fügen wir den Timo mal hinzu und dann, ja, wollen wir ein bisschen in den guten alten Erinnerungen schwehen, uns ja an alte Zeiten erinnern. Hallo Timo! Ich grüße, hallo! Hallo, Timo. Hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass du hier Gast bei uns im Livestream bist. Und ja, wir wollen auch dich dasselbe wie jeden Gast als allererstes fragen, gerade in dieser Zeit ja das Wichtigste. Wie geht's dir und ja, wie hast du die Weihnachtstage überstanden? Also zunächst einmal freue ich mich natürlich sehr, bei euch in der Sendung sein zu dürfen. Und mir geht's ja gesundheitlich sehr, sehr gut, keine Frage. Gott sei Dank in dieser schwierigen Zeit und Weihnachten war bei mir so, dass ich zu Hause mit Familie verbracht habe und jetzt auch hier bei mir zu Hause bin und mit der Familie zusammen bin einfach. So sollte Weihnachten auch sein, zusammen mit der Familie. Perfekt. Wir wollen zusammen mit dir die nächsten paar Minuten deine Fußballer-Profikarriere natürlich besprechen. Genauer natürlich, der Schwerpunkt liegt beim FC
Energie Cottbus. Und trotzdem will ich mal schnell runterreißen, was du ja davor so Schönes gemacht hast. Du hast beim SC Hamburg, bei deinem Papa hast du damals angefangen, warst dann beim FC Amberg, da hast du auch das Fußball-ABC gelernt. Und dann ging es auch schon weiter zum ersten FC Nürnberg. Bist mit Nürnberg, ich glaube, mindestens zweimal, glaube ich, aufgestiegen. Dann ging es ab zum VfB Stuttgart, durftest da schon 16 Mal in der Bundesliga als Jungspund, sage ich mal, auflaufen. Ging dann zu Austria Wien und im Januar, am 01.01.2002, also fast vor 18 Jahren, oder vor mehr als 18 Jahren, vor 19, wir haben ja schon 21, bist du dann zum FCE gekommen. Und jetzt, ja, meine Frage nochmal am Anfang, wie gesagt, du hast beim FC Amberg und bei SC Hamburg das Fußball-ABC gelernt. Hast du denn schon immer im Mittelfeld gespielt oder bist du als Jungspund auch mal nach vorne gerannt und hast die Buden gemacht oder hast du hinten schon die Stürmer weggegrätscht? Also zunächst einmal merke ich, ihr seid verdammt gut informiert. Das ist schon mal sehr positiv. Es war bei mir tatsächlich so, dass ich mich eigentlich immer im Mittelfeld wohlgefühlt habe und tatsächlich dann auch zu der Zeit mit 15 bis 16, 17, 18 rum bei den U-Nationalmannschaften tatsächlich auch eher das offensivere Mittelfeld begleitet habe. Auch in Stuttgart unter Winnie Schäfer war es so, dass ich da neben Krasimir Balakow dann auch so die hängende Spitze teilweise auch spielen durfte und ich eigentlich immer offensiver wohler gefühlt habe tatsächlich. Aha. Also wärst du fast das magische Dreieck geworden. Ja, also es war damals für mich natürlich als junger Spieler enorm, enorm lehrreich, in einer Mannschaft spielen und trainieren zu dürfen, wie damals in Stuttgart, ja, mit Balakow, mit Freddy Bobic, Jonathan Agbogbori, Frank Vallard, Thomas Berthold, Weltmeister 90 mit Deutschland. Das war schon Soldo, ja, das waren schon Spieler, wo du als junger Spieler enorm viel auch in jedem Training mitnehmen konntest. Es ging ja dann, du hast es gerade schon erwähnt, vom VfB Stuttgart nochmal zu Austria Wien, aber dann im Januar 2002 ging es ja dann zum FCE. Wenn man einem ganz, ganz alten Interview, was es auch noch auf YouTube gibt, Glauben schenken darf, kam, ja, ich will nicht sagen, der Kontakt darüber zustande, aber Ede Geier hat sich damals groß um dich bemüht. War dem so? Wollte er dich damals unbedingt nach Cottbus holen? Das war tatsächlich so. Ich habe damals bin ich nach Austria Wien, weil ich in Stuttgart eine sehr schwere Verletzung, Knöchelverletzung hatte. Und mir die Ärzte nach der OP damals gesagt haben, das wird wahrscheinlich mit Fußball nichts mehr werden bei dir, Timo. Und ich war dann mit Franz Wohlfahrt, unserem damaligen Torhüter, sehr gut befreundet. Und er hat gesagt, Timo, geh vielleicht mal mit nach Österreich ein, zwei Jahre, probier das nochmal, dich vielleicht wieder auf ein Level zu bringen, ja, mit einem etwas geringeren Spielniveau, um da wieder reinzukommen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Deswegen mein Wechsel damals zur Austria Wien, um mich wieder fit zu machen. Und ich hatte damals auch Marco Topic übrigens bei uns in der Mannschaft, bei Austria Wien, der vor mir dann zu Cottbus gewechselt ist, glaube ein halbes Jahr früher. Und da war es tatsächlich so, dass ich immer wieder besser in Schwung gekommen bin, ja, die Verletzungen nicht mehr so gemerkt habe. Und wir dann im UEFA Cup gegen Udinese Calcio gespielt haben. Das hieß damals noch UI Cup, glaube ich. Und ich da wirklich zwei richtig, richtig gute Spiele gemacht habe. Und dann kam das Angebot von Energie Cottbus durch Ede Geier und eben das Angebot von Udinese Calcio. Und ich war dann einfach auch wieder körperlich so weit, um zu sagen, okay, jetzt kann ich den nächsten Sprung oder den Sprung wieder machen entweder in die Bundesliga oder in die Serie A. Und wir haben uns dann damals, oder ich habe mich dann damals auch mit der Familie besprochen, und ich wollte wieder nach Deutschland zurück, wieder Bundesliga spielen, ja, und wollte, so ehrlich muss ich sein, wollte Cottbus damals wirklich nur als Sprungbrett erstmal nutzen, um dann, ja, vielleicht nach einer Saison wieder zu einem, ja, Verein im Westen zu kommen, ja, um bei einem Verein zu spielen, wo ich sage, ja, weil diese Vorurteile, die wir damals auch hatten, oder die da waren, die im Osten gegenüber, ja, wenn ich da zurückdenke, an meinen Freundeskreis, ja, Timo, wie kannst du nach Cottbus gehen, das ist ja Osten, alles mausgrau, ja, und habe ich gesagt, nee, ich will unbedingt Bundesliga spielen, und Ede Geier hat sich sehr bemüht, muss ich auch sagen, und wollte wirklich Cottbus erstmal nur als Sprungbrett nutzen, um dann wieder zu einem, ja, wie soll ich sagen, einem Verein kommen, der vielleicht auch international spielen kann. So waren die Gedankengänge am Anfang.
Und siehst du, damit hast du unsere vierte Frage eigentlich schon im Voraus beantwortet, weil genau das wäre die Frage gewesen. Aber ich glaube, diese Frage kriegst du so oft in Interviews oder hast du vielleicht so oft in Interviews gestellt bekommen, dass ja, du schon auswendig weißt, warum du eigentlich zum FC Energie Cottbus gekommen bist, die ja damals auch als Multikulti-Kloppertruppe bezeichnet wurde. Das darf man ja nicht vergessen. Man hat gesagt, ja, die zerstören wohl Spiele. Ich hatte vor einem halben Jahr mit Fans von Werder Bremen damals gesprochen, die gesagt haben, Energie Cottbus, erste Bundesliga, ihr habt doch nur das Spiel zerstört und habt dann irgendwie mit ein bisschen Duselmann Tor geschossen. Bis ich denen dann mal erzählt habe, wisst ihr, wie viele Energieprofis von uns dann später mal zu Werder Bremen gewechselt sind und dort gespielt haben. Und dann waren sie auch ein bisschen klein, aber es hieß halt immer so, ja, Multikulti-Kloppertruppe. Dazu noch natürlich der Trainer Ede Gnadenlos Geier, der ja vielleicht auch nicht so einfach war, da kommen wir aber später drauf. Und ja, dass du von Udinese Calcio damals auch ein Angebot vorliegen hattest, das habe ich auch herausgearbeitet, aber umso schöner, dass du dich ja, für den FC Energie Cottbus entschieden hast. Nico, du bitte, bevor ich mich hier ganz um Kopf und Kragen rede. Ja, wie war es denn? Also du hast ja gerade selber gesagt, von wegen Vorurteile und ich sag mal, die existieren ja immer noch, ne? Machen wir uns nichts vor. Wie waren denn dann deine ersten Wochen beim FCE? Wie hat man sich da eingelebt? Wir hatten vor, ich weiß nicht wie lange, circa einem Monat auch einen Gast hier, Energie Cottbus-Spieler Jonas Hofmann. Vorher bei Schalkes zweiter Mannschaft ihn gefragt, wie er sich hier eingelebt hat. Aber vielleicht war es früher ja doch nochmal ein bisschen anders, sage ich mal. Wie ging es dir denn damals? Also ich muss ehrlich sagen, es bleibt ja kein Spieler 8 Jahre bei einem Verein, wenn es ihm dort nicht gefällt, in der Region, mit den Fans, mit der Mannschaft, mit dem Verein zusammen. Aber am Anfang hatte ich, wie vorhin schon erwähnt, schon meine Bedenken. Das war einfach so und ist auch ganz, ganz legitim. Was aber dann passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vom ersten Tag an, wie meine Familie und ich ja, in der Region, in der Lausitz, bei den Fans, bei den Verantwortlichen, beim Trainerteam, auch in der Mannschaft, obwohl viele schwierige Charaktere damals auch dabei waren, aufgenommen wurde, das muss ich ehrlich sagen, habe ich so bei einem anderen Bundesliga-Verein selten gesehen, selten erlebt, wenn bis gar nicht erlebt, weil das alles so noch diesen Schein von einer Familie hatte, ja, von wirklich nicht diesen großen Glamour, diesen Protz, sondern ehrliche, fleißige Arbeit, ja, bodenständig sein, ehrlich sein, und das hat mir brutal imponiert und dann auch zu sehen, wie du was mitentwickeln kannst bei einem Verein, wie du was mitgestalten kannst, mithelfen kannst, dass der Verein ja immer wieder die nächsten Schritte macht Richtung Bundesliga oder dann sich etablieren kann, auch teilweise in der Bundesliga. Das hat mir enorm viel Spaß gemacht und ja, deswegen war es für mich jetzt im Nachhinein genau der richtige Schritt, mich damals für Cottbus zu entscheiden. Das ist doch sehr schön zu hören. Du bist ja in der Rückrunde, wie gesagt, Saison 01, 02, bist du noch 6-mal zum Einsatz gekommen, hast natürlich dazu beigetragen, dass sie der von allen genannte Abschiedskandidat Nummer 1 sogar sensationell mit Platz 13 wieder mal zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt geschafft hat. Und dann ging ja die Saison 2002, 2003 los. Und da war es dann soweit. Der FC Energie Cottbus stieg dann als Tabellenletzter ab. Du hattest dir ja einen Stammplatz erkämpft, hast 27 Spiele bestritten, hast sogar 2 Tore geschossen, 1 gegen Lautern. Und das, glaube ich, ja, das vielleicht Wichtigere am letzten Spieltag in Dortmund, den 1:1 Ausgleich. Und damit hast du ja mit diesem Tor deinen Ex-Verein, den VfB Stuttgart, auf dem zweiten Platz und damit auf den sichere Champions League geschossen. Gab es damals eigentlich viele Dankeschreiben aus Cannstatt? Ja, die gab es tatsächlich. Ist natürlich schon Wahnsinn. Ich kann mich an das Spiel damals erinnern. Ich glaube, Dortmund mit einer brutalen Mannschaft damals, ja, Koller, Rositzki, wer da alles gespielt hat. Ich glaube, Sammer sogar Trainer damals. Das war schon eine Bombentruppe und wir haben da wirklich nochmal alles rausgehauen, was wir im Köcher hatten. Und ich mache dann das Tor. Wir haben dann auch die Chance noch zum 2:1 tatsächlich, aber mit dem Punkt haben wir natürlich mehr oder weniger Stuttgart, meinen Ex-Verein, in die Champions League gebracht. Und da kamen tatsächlich viele, viele, viele Anrufe und Dankeschreiben. Also ich muss, Nico, ich musste mal schnell zwischenquaken. Also ich habe damals
die Radioreportage beim ARD-Schlusskonferenz gehört. Und dann ist das Tor in Dortmund gefallen. Tor in Dortmund, Timo Rost. Und dann hat der Reporter gleich gesagt, wir schalten sofort um auf Stuttgart. Und man hat in Stuttgart dann Energie Cottbus und Timo Rost. Man hat es wirklich am Radio gehört. Und das war, ja, würde mir heute noch Gänsehaut. Ja, also ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Also das war damals Wahnsinn. Und Nico, deine Frage bitte dazu. Ja, na, mich würde diesbezüglich natürlich interessieren, wie schafft es denn ein bereits abgestiegenes Team, sich da nochmal so sich zu motivieren, da doch noch was Zählbares mitzunehmen? Oder sind das so die Sachen, die man dann vielleicht im Fußball ja nicht wirklich erklären kann, vielleicht weil es auch keinen Druck mehr gab, man irgendwie befreit aufspielen kann, weil ja die Quoten standen sicherlich gegen euch, sage ich mal. Ich glaube, das hat auch was mit Charakter zu tun. Charakter dahingehend, dass wir sicherlich, auch wenn wir abgestiegen waren, nicht eine Mannschaft waren, die dorthin fährt und uns abschlachten lässt, auch wenn es für uns sportlich um nichts mehr ging. Ja, auch den anderen Vereinen gegenüber, dass unseren Fans gegenüber. Wir wollten auch nochmal unseren Fans einen persönlichen Abschied bieten. Und das haben wir gemacht. Und dafür hat aber auch Ede Geier schon gesorgt, ja, dass wir da auch nichts anbrennen lassen. Und das haben wir dann auch zumindest in dem Spiel, in der Saison gut hinbekommen. Ich meine auch, die Dortmunder Fans, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die haben damals immer auch die besten Gästefans geehrt, beziehungsweise ein Ranking aufgestellt. Und ich glaube, dieses bestimmte Spiel, das letzte Spiel gegen Energie Cottbus, wurden, glaube ich, die Energiefans auf Platz 2 gewählt. Ich weiß nicht, wer Platz 1 war, aber die haben gesagt, Jungs, die waren abgestiegen, die sind abgeschlagen, Tabellenletzter gewesen, und auch die Fans haben in Dortmund am letzten Spieltag noch so viel Rambazamba gemacht, als wenn es die deutsche Meisterschaft zu feiern gibt. Ich glaube, das ist auch unvergessen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der ja auch hier gerade zuhört und dann vielleicht auch live in Dortmund war und kann vielleicht auch sowas in den Chat schreiben. So, also wir waren dann abgestiegen in der Saison 2002, 2003. Dann kam die zweite Bundesliga-Saison auch mit dir, Timo, weil du hattest in der Zwischenzeit deinen Vertrag verlängert. Auch der auch, warum, das wirst du wahrscheinlich auch gleich verraten, auch für die zweite Liga galt. Ja, deswegen, ich habe es eingehend gesagt, ich habe mich vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt in Cottbus. Das muss ich nochmal betonen, weil ich einfach auch aufgenommen wurde von den Fans, wie gesagt, von der Mannschaft, vom Trainerteam. Das war richtig gut. Ja. Und ich glaube, dass sich die Leute auch mit der Spielweise, mit meiner Spielweise dann auch, obwohl wir ja vorhin gehört haben, ich war eigentlich mehr immer offensiver, ja. Und Ede Geier mich eigentlich erst zu diesem Sechser vor der Abwehr so richtig gemacht hat, ja, zu diesem defensiven Sechser, habe ich mich trotzdem wirklich auch mit diesem Spielstil identifizieren können, auch mit der Art und Weise aus wenig viel machen. Das hat mir imponiert, und deswegen gab es für mich keine Frage, oder war es für mich keine Frage, den Verein vor allem dann im Abstiegsfall zu verlassen. Das wollte ich nicht. Ich wollte mithelfen, dass dieser Verein auch wieder nach oben kommt. Sehr schön zu hören, super. Und dann kommt schon die nächste Frage, das war dann die zweite Bundesliga 2003, 2004. Du hast 29 Mal in der Startelf gestanden, also du warst demzufolge auch ein Stammspieler, ein Leistungsträger auf dem Platz. Leider ist es mit dem Aufstieg, hat es nicht ganz geklappt. Wir sind bloß Vierter geworden. Ich glaube, zum Schluss haben 6 Tore oder so, glaube ich, gefehlt. Aber du hast gegen den ersten FC Nürnberg auch zu Hause, gegen erst auf die Nürnberg, dann sogar ein Tor geschossen. Und wie ist es denn als gebürtiger Franke gegen den, wenn nicht sogar gegen seinen Club zu treffen? Gab es damals Frotzeleien wegen deines Tores zu Hause? Nein, überhaupt, na klar, ja, wohl, jein. Also bei mir in der Familie schon auch Clubfans, ist klar. Und aber jeder, der mich kennt, auch bei mir in der Familie, der weiß, als Sportler wird es bei mir nicht irgendwie was geben, dass ich da vielleicht absichtlich irgendwie vorbeischieße oder drüber nachdenke, gegen wen wir da jetzt spielen, sondern da geht es wirklich darum, diese 90 Minuten zu versuchen, mit unserer Mannschaft, mit Cottbus eben dieses Spiel zu gewinnen. Und von daher alles gut. Und eine Saison später hast du dein Fauxpas ja wieder ausgebügelt, indem du ja auch gegen Fürth getroffen hast. Also dann passt das schon. Nico, bitte. Ja, Grüße an den Chat auf jeden Fall. Der Mittelstürmer fragt, welcher Sieg und welches Torwart-Timo am wichtigsten. Ich denke, darauf werden wir nachher noch kommen, wenn wir chronologisch weitergehen, weil über diese Frage oder
Ja, diese Frage freut mich, oder auf die freue ich mich auch besonders, weil wir haben da so eine Vorahnung, was da kommen könnte. Aber machen wir erstmal der Reihenfolge nach weiter. Es kam ja dann die Saison 03/04, nee, Quatsch, 04/05, Verzeihung. Und ja, da spielte man ja dann gegen den Abstieg, Ede Geier gegen Ede Geier, ja. Ich sag mal, die Trainerlegende schlechthin auch nach wie vor bei Energie Cottbus hat ja damals ja den Verein geprägt und Patrick Sander übernahm das Traineramt. Wenn du es zusammenfassen müsstest oder ja beschreiben müsstest, wie war denn dein Verhältnis zu Ede Geier? Wie standest du zu ihm? Wie war es, Spieler für ihn zu sein? Also grundsätzlich, wer Eduard Geier kennt, der weiß, außerhalb des Platzes ja, kannst du mit Ede wirklich über alles sprechen. Sobald Eduard Geier den Platz betritt, ist er ein komplett anderer Mensch. Ja? Da geht es tatsächlich nur noch ums Gewinnen, Gewinnen mit allen Mitteln. Ja? Und das ist natürlich auch die Methoden, die er hatte. Also wir waren natürlich eine Mannschaft, die brutal fit war. Ja? Brutal fit, wir konnten laufen ohne Ende, das war gut, das war richtig gut, weil die Fitness natürlich die Basis ist für alles andere in dem Spiel. Ja, und wie gesagt, Ede war immer geradlinig, er war immer bemüht auch, ja, dass man alles als Spieler auch versucht rauszuhauen, was man im Köcher hat, um eben ja, die Spiele zu gewinnen. Und mein Verhältnis zu ihm, muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein, das war schon. Ja, wie soll ich sagen? Also das war schon gut aus dem Grund, weil wir uns auch ab und zu die Meinung sagen konnten. Das war mir auch immer wichtig, ja. Aber er hat sich das schon angehört. Entschieden hat er natürlich als Chef, ist klar, als Cheftrainer. Aber er war immer sehr bemüht, auch ja, das Beste für Energie Cottbus rauszuholen. Und war schon ein Trainer, der ja große Identität hatte, der sich mit dem Verein brutal identifiziert hat. Und wirklich nur das Beste wollte für den Verein. Ich glaube auch, der damalige Co-Trainer Thomas Hossmann war ja auch Spieler bei Ede Geier und der hat auch gesagt, also auf dem Platz sind die Fetzen geflogen, aber nach dem Spiel und wenn ein Tag vorbei war, dann gilt eigentlich die Regel, alles was vor, nach und auf dem Platz an harte Worte gesprochen wird, das gilt dann nach, einen Tag später dann nicht mehr. War er denn wirklich, weil du gerade angesprochen hast, die Fitness hatte ich schon, war er denn wirklich so ein harter Hund? Und gibt es da vielleicht Anekdoten oder Trainingszeiten, über die du, oder Trainingseinheiten, über die du heute schmunzeln kannst und damals vielleicht gar nicht so witzig fandest? Also, ich hoffe, Ede verzeiht es mir, wenn er mithören sollte. Da gibt es natürlich jetzt im Nachhinein gibt's, Anekdoten. Also ganz ehrlich, da kann man ein Buch drüber schreiben. Ja. Ja. Eine Anekdote zum Beispiel: 30 Grad in Cottbus, Bugerpark, Sprinttraining, Moussa Latundi. Ja, jeder, wir kennen ihn noch, ja, aus dem Benin. Ein super Junge, immer fröhlich, immer lustig. Wir machen Abräumer, die bekannten Abräumer von Ede Geier. Das heißt, du sprintest hin, du sprintest zurück, das nächste Hütchen an, wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Und es waren fünf, sechs Hütchen aufgestellt. Ja, und Ede hat immer großen Wert darauf gelegt, dass alle Jungs natürlich 100% durchziehen. Ja, und so irgendwann mal, nach dem sechsten, siebten Abräumer, ja, bei 30 Grad im Schatten, Bukerpark unter den Eicheln, ja, Bäumen, ganz, ganz schwierig zu laufen, auch der Belag. Ja, schreit er irgendwann mal: Latundi, was machst du da? Wie läufst du denn? Da bin ich ja schneller. Und Musa war immer fröhlich, immer lustig, ja, und geht zum Trainer hin und lacht und sagt: Hey, Trainer, ich muss sagen, heute auch für Latundi, zu heiß für Sprint. Und dann haut halt Ede raus: Latundi, du kommst aus dem Benin. Wenn du zum Wasserholen gehst, ja, früher. Wenn du zum Wasserholen geschickt wurdest von deinen Eltern, ja, und dich verfolgt ein Löwe, ja, dann musst du auch rennen. Latundi lacht ohne Ende und sagt: Coach, bei uns zu Hause, wo ich herkomme, da gibt es keine Löwen. Und dann haut Ede raus: Dann eben ein Scheißkrokodil. Laufe, Junge, laufe. Ja, und ist fast zusammengebrochen. Ja. Und muss aber auch, und das war Ede Geier, ja, also unfassbar. Was die Intensität anbelangt im Training, ja, aber wir wussten natürlich nach einer Zeit, wussten wir natürlich schon auch, warum wir das machen und der Erfolg gibt ihm natürlich recht, ganz klar. Aber da könnte ich
zig Geschichten erzählen. Also ich will es mal so sagen, ich habe ein Buch von Ede Geier zu Hause. Ich habe noch Platz in ein paar Jahren für ein Timo Ross Buch. Nur mal so. Ja. So ja. Ist nicht. Da können wir irgendwann mal drüber nachdenken. So ist nicht, ja. Aber wenn wir bei der Saison 04-05 waren, müssen wir ja auch über das letzte Spiel beim KSC reden. Ich bin 24 Jahre und ich kann mich daran erinnern, das war so das erste Spiel, wo ich überhaupt was vom FCE mitbekommen habe. So, ne, wenn der Papa vom Fernseher mitgefiebert hat, ich glaube, das war so eines der ersten Spiele, weil es da ja auch eben um so viel ging, wo ich wirklich was mitbekommen habe. Und Steffen Baumgart bezeichnete ja auch die Minuten nach dem Abpfiff als die extremsten seiner bisherigen Karriere. Wie ging es dir? Ging es dir ähnlich? Ja, muss ich sagen, das war, was diese Erfahrung anbelangt, also das muss man vielleicht kein zweites Mal haben, bin ich ehrlich, weil das sind schon dann auch nach dem Abpfiff, wo es nicht sicher war eben, ob wir drinbleiben oder dann runtergehen müssen, das war schon heftig, ja, also dann alle am Handy auch, die Betreuer und ich weiß gar nicht, wer da noch gespielt hat, welche Mannschaft das noch war und die haben dann auch kurz vor Schluss noch eine Riesenchance, wo sie verballern und wir bleiben dann, glaube ich, wegen einem Tor, glaube ich, drin, was wir mehr gemacht haben und das war natürlich schon heftig und diese Zeitspanne von eben Abpfiff bis zu dieser Gewissheit, dass du es geschafft hast, drin zu bleiben, das war schon heftig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war damals Trier, die ja uns Konkurrenz waren. Also Trier ist dann abgestiegen mit einem Tor. Genau. Aber auch schon alleine der Verlauf vom KSC. Ich glaube, wir haben, glaube ich, 1-0 geführt, haben dann, glaube ich, 2-2 dann noch irgendwie kassiert und haben dann noch kurz vor Schluss, glaube ich. Ja, wir machen ein richtig gutes Spiel da, richtig gut. Wir gehen in Führung, haben auch die Chance, glaube ich, zum 2- und 3-0. Torwart hält knapp am Tor vorbei. Haben da echt gut gespielt und Karlsruhe kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Für die ging es zwar um nichts mehr, aber die haben auch alles reingehauen an dem Tag, was sie hatten und da ging es richtig zur Sache, ja klar. Und für uns stand natürlich, wie du gesagt hast, brutal viel auf dem Spiel, aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben, weil das war dann auch ein Erlebnis, wo ich sagen muss, auch auf der Rückfahrt im Bus, ja, wir haben uns zwar riesig gefreut, keine Frage, aber das hat uns schon auch nochmal klar gemacht, ja, dass wir sowas eben als Spieler, das willst du nicht nochmal eben erleben und was du dann auch tun musst, um solche Sachen eben nicht mehr erleben zu müssen. Und das hat auch brutal zusammengespeist, dieses Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht war das schon das erste Körnchen für die nächste Saison, denn nach der Horrorsaison 04-05 ging es ja dann völlig überraschend für alle damals auch. Das zweite Mal gelang dann der Aufstieg in die erste Bundesliga mit einer Truppe, der niemand den Aufstieg zugetraut hatte. Hast du als langjähriger Stammspieler, der ja dann auch schon ein paar Jährchen da war, das ist dann schon das dritte, fast das vierte Jahr, eine Erklärung, warum es da auf einmal gelaufen ist, wo es eine Saison vorher vielleicht gar nicht gelaufen ist? Ja, also wir hatten tatsächlich, also das war sehr, sehr schlau gemacht, auch von der Vereinsführung, auch von Pat Sander mit seinem Trainerteam, also den Stamm dieser Mannschaft eben zusammengelassen und dann auch Jungs zugeholt. Ja, ich erinnere nur mal an Kevin McKenna zum Beispiel, ja, auch ein Typ, die dann auch das spielen konnten, was Energie Cottbus jahrelang erfolgreich gemacht hat. Ja, 2 Jahre vorher sind wir Vierter geworden, ja, wie du vorhin gesagt hast, wegen ein paar Toren nicht aufgestiegen. Dann wären wir fast abgestiegen, dann kam Sander, ja, und hat eine Mannschaft gebaut, wo der Kern, ja, die Achse zusammengeblieben ist, ja, und eben Spieler dazugeholt hat, die auch das spielen können, was du im Cottbus spielen musst, um erfolgreich zu sein. Und das war dann schon auch mit wenig Schrauben an denen gedreht wurde, das war schon wirklich klasse und wir hatten da wirklich eine sehr homogene Mannschaft. Obwohl das ja damals, glaube ich, auch bis zum letzten Spieltag spannend gemacht hat. Ne? Das war dann gegen 1860 München auch erst 1-0 zurückgelegen. Ja. Und ich glaube, man hätte es vorher schon gegen Dresden unter anderem zu Hause klar machen können. Das war, also es war auf jeden Fall auch eine sehr aufregende Saison zum Ende hin, kann ich mich dran erinnern. Absolut. Es war, wie du sagst, es war dann das Finalspiel gegen 60. Wir sind, glaube ich, 1-0 zurück. Ja. Drehen das Spiel dann noch zum 2-1. Zu Hause dann im Stadion der Freundschaft dann aufzusteigen in die erste Liga.
Also das war schon brutal cool und ein Riesenfest danach, aber zu Recht auch. Ja. Die Bundesliga-Saison dann war, ja, wenn man es so nennen möchte, eine ruhige Saison und auch tatsächlich mit einem ungefährdeten Klassenerhalt. Und du warst auch wieder Dauerbrenner beim FCE. Und dein Mannschaftskollege Daniel Ziebig hat uns verraten, dass mit dem Co-Trainer Thomas Hossmann beim Fußballtennis immer gerne mal um Benzingeld gespielt wurde. Hast du auch mal gegen ihn verloren oder gewonnen? Also das Trainerteam tatsächlich um Hossmann und Sander, damals war dann auch noch Detlef Irgang dabei, der administrativ Sachen erledigt hat im Verein. Die drei haben es verdammt gut gemacht, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Die haben echt gut gespielt, aber da war das ein oder andere Spiel hart umkämpft. Ja, ich persönlich habe aber nie um Geld gespielt. Aber die Jungs, ja, so wie Ziebe zum Beispiel, ja, die haben sich da schon einige Schlachten geliefert beim Fußballtennis. Also war schon cool. Ja, Fußballtennis ist, glaube ich, auch eine Trainingseinheit. Das wirst du als Trainer vielleicht bestätigen, die Jungs immer gerne sehen, wenn das auf dem Plan steht, oder? Also ich muss ehrlich sagen, im Westen zum Beispiel spielt ist Fußballtennis komplett anders gespielt. Ja? Im Osten geht es wirklich Tennisfeld, ja, die Netze flach, du kannst schmettern ohne Ende. Also da geht es richtig zur Sache. Ja? Im Westen Fußballtennis eigentlich immer nur zum Ausspielen. Die Netze so, sind hoch, okay. Ja, du gehst mehr auf die Technik. Aber das war schon, wie gesagt, da waren schon einige richtig coole Duelle dabei. Das ist nicht schlecht, dass es da sogar einen Unterschied zwischen West und Ost gibt. Dann ging es weiter mit der Saison 07-08 und da war wieder Abstiegskampf pur angesagt. Nico hat es ja bereits davor schon gesprochen. Davor war es ja eine ruhige Saison mit dem relativ ungefährdeten Klassenerhalt. Aber 2007, 2008 war dann wieder Abstiegskampf pur angesagt und da musste dann auch leider Patrick Sander mit seinem Trainerteam den Trainerstuhl für Bojan Prasnica räumen. Und am Ende gelang dann doch wieder der Klassenerhalt ausgerechnet. Also es gelang dann der Klassenerhalt und es gab sogar einige Highlights in dieser Saison, ausgerechnet beim legendären 2:1 gegen die Bayern, wo du so gut wie jeden Energiefans fragen kannst, gib mir mal ein Top-Ranking von den besten Spielen von Energie Cottbus, da sagen die alle die Bayern. Da hast du leider wegen einer Gelbsperre absitzen müssen. Die restlichen 33 Spiele standest du ja immer auf dem Rasen, sogar manchmal als Kapitän. Wie war das als Kapitän? Wurdest du da als vom Trainer bestimmt oder hat die Mannschaft dich gewählt? Wie lief das damals ab? Also wir haben damals, Sander hat damals wählen lassen, den Kapitän, und anscheinend hatte ich da viele Stimmen. Ich muss jetzt nochmal eine Frage, Nico, die steht jetzt beide nicht bei uns auf dem Zettel, aber was ist so die Aufgabe eines Kapitäns? Also ist es wirklich nur, sage ich mal, die Binde zu tragen, wenn es hart kommt, mal dem Schiedsrichter mal eine Fachfrage stellen, ohne dass der gleich angepisst ist und dann die Mannschaft auf dem Feld führen, oder ist es eigentlich viel, viel mehr? Ich glaube, da gehört mehr dazu. Ich glaube, einen guten Kapitän macht vor allem auch Loyalität aus, dem Trainerteam gegenüber, Loyalität auch den Mitspielern gegenüber, bedeutet aber auch Sachen anzusprechen, wenn man eben merkt, dass ja, irgendwas in Schieflage kommt, aber immer im Sinne der Sache. Und das, glaube ich, verstehen manche Leute, die vielleicht auch ja, im Verein zu tun haben, verstehen das manchmal nicht, dass man auch Sachen, so eine positive Streitkultur vielleicht einen brutal weiterbringt, bevor man immer wieder Sachen, ja, die man sieht, vielleicht nicht anspricht. Nochmal, immer im Sinne der Sache. Und ich glaube, da hatten wir damals auch mit unserem Mannschaftsrat, mit dem Trainerteam, vor allem in der erfolgreichen Zeit, in den ersten beiden Erstligasaisons, ja, hatten wir eine brutal coole Gemeinschaft, wo man sich auch mal die Meinung sagen konnte, dann aus dem Zimmer rausging, ja, die Tür schloss und dann wieder an einem Strang zog. Und das war enorm wichtig für unseren Verein, weil wenn man die Möglichkeiten sieht, die Energie Cottbus hatte zu Erstliga-Zeiten im Gegensatz zu anderen Mannschaften, dann ist das schon bemerkenswert, ja, was da sportlich erreicht wurde. Nico, bitte. Ja, ja, genau, weil dann, wenn man, also wenn wir bei der Saison 07-08 sind, wenn man dem Energieecho glauben darf, gab es ja auch in der Saison, da kommen wir auf die Frage zurück, dein für dich bestes und schönstes Spiel im FCE-Dress. Welches war es denn, ohne dass ich es jetzt mal nenne? Vielleicht hat sich das ja auch mittlerweile geändert. Oder weißt du, auf welches Spiel wir eventuell hinaus wollen?
Ich glaube, ihr wollt auf Rostock raus. Kann das sein, Derby? Natürlich, Ja, natürlich. Ja. also wie gesagt, ich hatte natürlich wirklich brutal viele, viele Spiele. Auch zu Erstliga-Zeiten bin immer noch Rekord-Bundesligaspieler von Energie Cottbus. Das heißt, ich hatte viele, viele coole Spiele, die da dabei waren. Aber auch gegen Hertha, Berlin-Brandenburg-Derbys, ja, wo Marcelinho noch gezaubert hat für Hertha. Das waren schon gute Spiele, keine Frage. Aber Hansa Rostock, dieses Derby, deswegen enorm, enorm hoher Stellenwert bei mir, weil es damals wirklich auch ein Spiel war, wo es eigentlich da schon um alles oder nichts geht. Der dieses Spiel verliert, wird wahrscheinlich absteigen. Ja, so war die Konstellation. Und wenn ich an den Spielverlauf denke, wenn ich an den Hexenkessel dann im Stadion der Freundschaft denke, auch schon vorm Spiel, nach dem Spiel, ja, das war schon auch an den Spielverlauf selber, das war schon heftig und ein brutal, brutal schönes Spiel im Nachhinein. Wobei du jetzt dein Tor unterschlagen hast. Das 1:1 hast du ja dann gemacht. Ja, also wir waren ja 1-0 zurück und haben dann auch eine rote Karte bekommen, waren dann über eine Hälfte, glaube ich, in Unterzahl. Ja, und Skela Flanke, ja, Flugkopfball von mir zum 1-1. Ja, spätestens da ist die Tribüne fast geplatzt. Und dann am Schluss, das war auch Wahnsinn, glaube ich, verletzt sich der Torwart von Rostock. Die konnten nicht mehr wechseln, dann glaube ich, waren Feldspieler irgendwie im Tor oder wollten sie umstellen, und Feldspieler oder Wächter war dann irgendwie, hat sich das Knie, glaube ich, verdreht, sowas, konnte nicht mehr richtig abspringen. Ich glaube, Rangelow macht dann kurz vor Schluss mit einem Pullerball, macht ja, das 2-1 und wir wussten, wenn wir das über die Zeit bringen in Unterzahl, ja, dann werden wir die Klasse halten. Das war auch so ein Schlüsselmoment und deswegen war das Spiel unfassbar wichtig für uns und bleibt natürlich ja auch in meiner Erinnerung, klar. Und es ist ja im Endeffekt auch so gekommen, wie du gesagt hast, ne? Also Rostock ist ja in der Saison abgestiegen. Und Richtig. die Dramatik dahinter, also ich auch nach wie vor mein allerliebstes Lieblingsspiel, wenn ich an die Zeiten vom FCE zurück, wenn ich mich daran zurückerinnere, weil wie du gesagt hast, jeder Feldspieler hätte den Kopfball von Rangelov wahrscheinlich gehalten, nur der Torwart halt nicht, weil er sich das Knie schon verdreht hat, hatte. Also wenn man ja, Im genau. Nachhinein hat sich herausgestellt, er hatte Kreuzbandriss, ne? Ja, der ist auch, glaube ich, nach dem Abpfiff direkt in den Spielertunnel gehumpelt und hat sich untersuchen lassen, weil er anscheinend wusste, dass da ordentlich was kaputt war und dann auch in Unterzahl. Und Frank, also das Spiel würde ich mir gerne nochmal die vollen 90 Minuten anschauen. Ja, zumal, ja, und auch danach, weil Timo hat es ja angesprochen, es war ja vor dem Spiel, war schon viel Stimmt, da los, kam das ja Spiel noch und nach dem mehr. Spiel. Da gab es Genau, ja da noch kam ja was. noch viel mehr, wie so ein, also ich sage es mal, Timo kann da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, aber wie ein ruhiger Zeitgenosse, also es muss schon viel passiert sein, damit ein ruhiger Zeitgenosse wie Gerry Tremmel auf den Zaun geht und dort den Vorsänger macht. Ich glaube, Timo kann dazu vielleicht auch was sagen. Er ist doch eigentlich ein ruhiger, oder habe ich mich da total getäuscht? War der schon immer eine Partysau, der Gerry? Nee, da hast du recht. Also ist mir jetzt nicht bekannt, dass Tremmel eine Partysau ist. Im Gegenteil. Ja. Also, aber wie ihr beide schon gesagt habt, nach so einem Spiel, wo du dann auch weißt, dieser Sieg wird dir den Klassenerhalt bringen. Im Derby auch noch, Ostderby gegen Rostock. Da werden so viele Emotionen auch, freudige Emotionen freigesetzt, auch dann mit den Fans zu feiern. Ja. Weil sie uns auch in der Saison wieder unfassbar gut unterstützt haben. Unfassbar gut. Und da willst du natürlich als Spieler auch was zurückgeben. Ja? Und da fallen dann schon auch brutale Emotionen ab, klar. Und eine Last vor allem auch, ja. Ja, also wie gesagt, Wahnsinn. Also das Spiel erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne. Die nächste Saison, ja, da trat dann wieder unsere berühmt-berüchtigte Drei-Jahres-Regel in Kraft und Energie Ja. Cottbus stieg aus der ersten Bundesliga ab. Und du warst wieder Kapitän und trotzdem habt ihr noch gerade so das Hintertürchen Relegation erreicht. Die Relegationsspiele wurden dann aber gegen deinem Ex-Verein Nürnberg ziemlich ordentlich vergeigt. Und jetzt meine persönliche Frage: Was lief da aus deiner Sicht falsch? Hat Bojan Prachnicka vielleicht seinen Rücktritt so zeitig bekannt gegeben? Das hat er ja schon vor den Relegationsspielen gemacht. Hätte er das nicht machen sollen? Oder war die Mannschaft eigentlich nicht Bundesliga-tauglich? Die Mannschaft war mehr als Bundesliga tauglich und
diese Erstliga, ja, diese Erstliga-Zugehörigkeit so einfach aus der Hand zu geben, war grob fahrlässig im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Es wurden nicht nur sportlich, ja, einige Fehler gemacht. Du hast es gesagt, Bekanntgabe, dass Prasnica vor der Relegation dann zurücktritt, zum Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die da eben vorgefallen sind, wo ich jetzt gar nicht mehr nachhaken will, weil es kam dann so, wie es kam. Fakt ist, es standen dann wirklich nicht mehr viele Spieler auf dem Platz, die ja, das letzte Hemd für diesen Sieg eben gegeben hatten. Ich kann mich daran erinnern, dass einige Spieler dann auch schon, weil mit ihnen vorher nicht gesprochen wurde, ja, dann auch schon woanders unterschrieben haben. Und das sind einige Fehler gemacht worden, die man, glaube ich, jetzt so im Nachhinein nicht mehr machen würde, auch von Vereinsseite aus, was den Umgang mit den Spielern auch angeht. Und eine Woche zuvor schlägst du, glaube ich, Leverkusen, die waren dann im Pokalfinale mit, ich weiß gar nicht mehr, 3-1. Mit 3-0. Mhm. Also 3-0 sogar, da hat man schon nochmal gezeigt, was die Mannschaft kann. Und da hätte man dann schon auch vom Verein anders reagieren müssen. Und deswegen nochmal, aber ja, das sind Fehler gemacht worden, sportlich wie auch von Vereinsseite aus. Und deswegen ist es schade, dass man diese Erstliga-Zugehörigkeit ja, so einfach dann verschenkt hat. Nico, ich muss mal schnell zwischengrätschen. Daniel Ziebig sagte, dass der Verein oder die Vereinverantwortlichen eigentlich zu viel wollten, anstatt eigentlich bescheiden zu bleiben und immer den Klassenerhalt mehr oder weniger als eine deutsche Meisterschaft zu feiern, wollte man vielleicht ein bisschen mehr oder vielleicht auch dann zu viel. Siehst du das ähnlich? Also das ist ja irgendwo auch legitim, wenn man sieht, ich glaube, wir waren in der Saison, war 7-8, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder waren wir am 27. Spieltag mal auf Platz 7 gestanden mit Energie Cottbus. So, dass dann natürlich, dass dann irgendwo auch dieser erfolgreiche Weg, vielleicht dann der ein oder andere im Verein mehr will, das ist erstmal ganz legitim, finde ich. Was du aber niemals machen darfst, ist, wenn du einen Wiedererkennungswert hast als Verein, als Mannschaft, egal wie dieser Wiedererkennungswert aussieht. Du hast vorhin gesagt, ja, die Bremer Fans haben gesagt, ja, ihr hattet ja nur eine Mannschaft, die geknüppelt hat. Ja. Ja, und? Wir waren erste Liga. Ja, wir haben erste Liga gespielt. Wir haben, ich kann mich erinnern, dass wir Werder Bremen geschlagen haben, in Bremen, ja, wo Topic das Tor macht, zu Hause, ja, wo Diego nach 5 Minuten erstmal wusste, hoppla, ich bin jetzt hier in Cottbus. Ja. So. Das ist unser Wiedererkennungswert gewesen. Das Coole war noch, Stadion der Freundschaft hieß das Stadion. Aber jeder wusste, fragen Sie mal, oder fragt mal Van der Vaart, ja, fragt mal Marcelinho, ja, fragt mal Diego, ob sie gerne nach Cottbus gekommen sind. Sie wussten, dass es, ja, auch wenn sie gegen uns gewinnen, trotzdem schwer wird und wehtun wird. Das wussten sie und das war unser Wiedererkennungswert. Und wie gesagt, ich habe das vor einer Woche schon mal gesagt, auf unserem Bus stand Fight Club, ja, oder im Osten geht die Sonne auf. Fight Club auf dem Bus stehen zu haben, sagt auch was über die Mentalität aus, wie du in Cottbus Fußball gespielt hast. Ja? Mhm. Und wenn dann eben Leute hergehen, vielleicht nicht mal aus, weil sie es böse meinen, im Gegenteil, aber wenn du dann hergehst und diesen Wiedererkennungswert, der dir diesen Erfolg gebracht hat, nämlich über den Kampf zum Spiel zu kommen, ja, die richtigen Spieler auch zu dem Verein zu holen, die das auch verkörpern und spielen können. Ja, wenn du das verkaufst, dann hast du ein Problem. Und ab 2009 hatten wir dieses Problem, wo dann Spieler geholt wurden, die vielleicht ja, für Schönspielerei bekannt wurden, die aber stehen geblieben sind, wenn sie den Ball verloren haben, die nicht mehr gekämpft haben, die weggezogen haben vielleicht, ja, wenn es hart auf hart kam. Und wenn du dann auch Trainer holst, ja, die vielleicht durch, was weiß ich, vielleicht fehlende fachliche Kompetenz dort außen stehen und rumschreien und rumblöken und ablenken wollen, weil sie inhaltlich vielleicht nicht so gut sind und ein Spieler merkt das verdammt schnell, ja, dann muss ich sagen, kommt das dabei raus, wo der Verein jetzt steht. Und ich glaube, das ist das, was Daniel Ziebig auch gemeint hat. Sehr schön zusammengefasst. Nico, bitte. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein bisschen da was vorweggenommen hast, aber weil, wie gesagt, bei der nächsten Saison
Das war ja dann deine letzte beim FCE. Du hast ja bei Klaus-Dieter Wollitz keine einzige Minute gespielt und bist zu RB Leipzig gegangen. Damals noch, wenn wir richtig geguckt haben, Oberliga, was damals die vierte Liga war, ist ja eigentlich vom Kontrast her, also krasser geht es ja gar nicht. Erst Dauerbrenner noch gewesen in der Bundesliga und dann ja keine einzige Spielminute. War da das Verhältnis nicht das Beste oder wie kannst du dir das erklären im Nachhinein? Sowohl als auch, muss ich ehrlich sagen. Also, das war nicht nur bei mir so, sondern auch wenn ich an Radu denke, guck ja, da gibt's viele richtig gute Spieler, die wir in unseren Reihen hatten und eben dann mit dem neuen Trainer und seiner Art eben nicht klarkamen. Bolitz wollte eben Spieler holen, die ja für eine feine Klinge bekannt sind, die Fußball spielen wollen. Der Verein wollte einfach diesen Stil eben ändern. Ja, das hat man gesehen. Und wie gesagt, ein Spieler merkt natürlich schnell, ob da eine gewisse Fachkompetenz da ist oder ob ja, viel Blabla oder viele leere Worte gesprochen werden in der Kabine oder auch im Inhalt, was Taktik anbelangt. Und deswegen war es schade, muss ich im Nachhinein wirklich sagen, schade, dass man dann eben den Verein verlassen musste. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das hätte auch so in dieser Konstellation absolut keine Früchte mehr getragen, bin ich mir sicher. Das ist schon mal ein paar ehrliche Worte, wie man sie von dir kennt. So, am Ende wollen wir noch mal schnell Revue passieren lassen. Hattest du 8 Jahre insgesamt, also vom 01.01.2002 bis zum 01.01.2010. Und für heutige Verhältnisse und auch damals ja auch schon, wie du ja auch schon bemerkt hattest, eine ungewöhnlich lange Zeit. Was nimmst du aus dieser Zeit mit, beziehungsweise was fällt dir als erstes ein, wenn du über diese Zeit noch mal nachdenkst? Absolute Herzlichkeit, unfassbare Herzlichkeit der Menschen in der Lausitz, Ehrlichkeit, aus wenig viel machen mit Fleiß und harter Arbeit und Identifikation. Das sind solche Schlagwörter, die ich verwende und auch verwenden kann nach 8 Jahren, wenn ich zurückblicke an Energie Cottbus. Sehr schön. Nico, bitte. Ja, dann ging es, wie gesagt, zu RB und die wollten ja auch damals schon mit aller Macht ja so hoch wie möglich. Aber es hat einige Saisons gedauert, bis man dann doch aufgestiegen ist. Woran lag es da? Wie hast du das dort in Erinnerung? Also, für mich war es so, dass, ja, wie soll ich das sagen? Ich wollte zum Ende meiner Karriere hin auch nochmal einen Verein erleben, der vielleicht, nicht vielleicht, sondern sogar 100% andere Mittel zur Verfügung hat, ja, aber am Anfang steht. Und ich muss ehrlich sagen, wie sich damals RB Leipzig auch um mich, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen gekümmert hat, aber alles dafür gegeben hat, damit ich dorthin wechsle. Auch ja, ob das Mateschitz war von Gründer von Red Bull, ja, in Fuschel am See, in seiner Zentrale in Salzburg dann auch zusammengesessen, dieses Projekt erklärt. Und er hat damals auch gesagt, und das fand ich bemerkenswert, Herr Rost, Sie haben mich damals belächelt in der Formel 1, als ich gesagt habe, wie wir einsteigen in die Formel 1, wir werden irgendwann Weltmeister mit Red Bull, Formel 1 Weltmeister. Und ich sage Ihnen jetzt, heute, wie wir da sitzen, wir werden irgendwann um die deutsche Meisterschaft mitspielen in der Bundesliga und um den Champions League-Titel. Und er hat das ernst gemeint. Ja? Er hat das ernst gemeint. Das hat mich echt total fasziniert. Und er hat gesagt, wir brauchen dazu Leute, die jetzt am Anfang dieses Projekt ja, versuchen, mit in die richtige Richtung eben zu tragen. Und mich hat es fasziniert und das war für mich dann auch ausschlaggebend, dass ja, so ein Mensch dann mit allem, was er auch zur Verfügung hat, versucht, ja, diesen Weg eben einzuschlagen. Und wenn man jetzt zurücksieht, wo RB jetzt spielt, ja, und ich dann im ersten Jahr dort eben auch dabei sein durfte, was mitentwickeln durfte, weil viele sagen immer, ja, das Geld, Kommerz und alles. Ja, natürlich, aber andere Vereine haben auch, wenn ich nach Leverkusen gucke, Bayer, ja, Ingolstadt, Audi, HSV, ja, die haben alle Sponsoren, Geldgeber. Aber entscheidend ist, wie du mit diesen Mitteln umgehst. Und das macht Red Bull richtig gut. Und jetzt hast du im
Osten auch mal eine Mannschaft, ja, die dauerhaft Bundesliga spielt. Und deswegen, ja, war es jetzt im Nachhinein für mich nochmal eine brutal gute Erfahrung und wirklich eine super Erfahrung, auch mal eine Entwicklung eines Vereines miterleben zu dürfen, wo die finanziellen Mittel komplett anders waren wie in Cottbus. Wenn man in die Historie von RB schaut, fällt aber trotzdem auf, dass sie bei der Oberliga Süd, war das damals, glaube ich, doch länger, ich glaube 3 Jahre waren sie insgesamt da unten. Und danach ging es eigentlich aufgestiegen. Hast du eine Erklärung dafür, warum es 3 Jahre gedauert hat, bis es in der von der Oberliga in die dritte Liga ging? Waren die Mannschaften im Osten so heiß, diesen vermeintlichen Überflieger zu schlagen, dass sie, sage ich mal, nicht 100% gegeben haben, sondern 150%? Und war es dann immer doppelt schwer, der FC Bayern des Ostens dann sich auch zu behaupten? Absolut. Also wir hatten natürlich schon eine brutale Mannschaft mit Ingo Hertzsch, Nico Frommer, Gläsener, ja, Lagerblom, um nochmal ein paar, Daniel Fransch, Kutschke, um mal ein paar zu nennen. Und es war tatsächlich so, dass wir im ersten Jahr natürlich da gleich hoch sind in die Regionalliga und dann im ersten und zweiten, glaube ich, Regionalliga-Jahr, dann es nicht geschafft haben, sofort hochzugehen und da immer knapp gescheitert sind. Aber das ist auch etwas, was zum Beispiel ein Mateschitz auch eingeplant hat, ja, der auch immer wieder mal mit Rückschritten kalkuliert hat, aber das Ziel nie aus den Augen verloren hat. Und klar war das so, wenn wir irgendwo hingekommen sind, war das natürlich das Spiel des Jahres für die Gegner. Und die haben natürlich auch da 110% immer rausgehauen. Trotz alledem, wenn man jetzt zurückschaut, war der Weg von RB natürlich schon ein erfolgreicher bis jetzt. Ja, ohne Zweifel. Cottbus ist es ja in den ersten Jahren Regionalliga da so ähnlich gegangen, weil dann hieß es immer, also Nico wird das ja bestätigen, wenn wir die Auswärtsfahrten mitgemacht haben, die Spiele radiotechnisch begleitet haben, dann hieß es immer, ja, der große Energie Cottbus kommt und da haben sich die Mannschaften auch zerrissen, wo du vielleicht das Spiel davor gesehen hast gegen kleinere Vereine, wo du sagst, okay, die schaffst du, aber in dem Spiel haben sich der Gegner immer ziemlich zerrissen und ja, die eine oder andere schwere Kokosnuss für uns zu knacken gehabt. Das war halt immer so. Das Spiel des Jahres, ne? Also, ja, genau, richtig. Genau, das haben die auch oft, Nico, du wirst es bestätigen, auch oft manchmal die Stadionsprecher gesagt, und jetzt kommt zum Spiel des Jahres der ehemalige Bundesligist Energie Cottbus. Und du standst da und sagst, ja, aber wir spielen alle in einer gleichen Liga, aber trotzdem war es für die das Highlight. Genau. Ja, ja. Und das ist auch enorm wichtig, dann auch in der Kaderplanung, ja, Spieler zu haben, die mit diesem Druck umgehen können. Das ist auch enorm wichtig, ne? Und da musst du in der Spielerakquise musst du einfach gut sein, ja, und Jungs holen, die vielleicht die Liga kennen und können. Und was ihr gerade gesagt habt, ist, die spielen dann gegen Cottbus, Spiel des Jahres, hauen sie alles raus, alles rein, ja, und eine Woche später verlieren sie gegen den Vorletzten. Also das ist schon ein Fakt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Absolut, absolut. Da haben wir ja auch oft genug miterlebt. Um nochmal ein paar Trainer zu nennen, von denen du trainiert wurdest. Du wurdest von unter anderem Felix Magath, Ede Geier, haben wir gesagt, Patrick Sander, Bojan Praschnika, Peter Pakult und Willi Entenmann trainiert. Was hast du denn, oder da du ja jetzt auch Trainer bist, was konntest du dir denn von denen mitnehmen oder von wem hast du am meisten profitiert? Wie ist das in deiner jetzigen Trainerlaufbahn? Was hast du einbinden lassen? Machst du auch, wie hast du es genannt, machst du auch Abreißersprints über irgendeinen Park in Bayreuth oder läuft es ein wenig anders? Also ich hatte tatsächlich 25 Trainer in meiner Profikarriere und da waren, wie du schon gesagt hast, waren wirklich tolle Trainer dabei, auch Rangnick, Winnie Schäfer, auch Magath natürlich, Ede Geier, Sander, brauche ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen. Und du nimmst natürlich als Spieler, weil für mich dann irgendwann zum Herbst meiner Karriere hin schon auch klar war, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, was zu entwickeln, mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, auch als Kapitän schon, mit dem Trainer, mit der Mannschaft, so als Verbindungsglied auch zu kommunizieren, was zu entwickeln. Und ich dann gemerkt habe, ich möchte diese Trainerschiene auch irgendwann einschlagen. Ne? Und dann nimmst du dir dann als Trainer natürlich von jedem Spieler, andersrum, als Spieler von jedem Trainer natürlich was mit, aber
Entscheidend ist, glaube ich, bei der ganzen Sache trotzdem, dass du deinen eigenen Stil entwickelst, deinen Spielstil, deine Inhalte, auch in der Kommunikation, im Umgang auch mit den Spielern. Und ja, da habe ich mir natürlich auch schon von dem einen oder anderen Trainer solche Sachen, die jetzt, wo ich denke, ja, die passen auch zu mir, zu meinem Umgang, zu meinen Inhalten, was rausgezogen. Aber natürlich auch bin ich sehr bemüht, auch meinen eigenen Stil da zu entwickeln und weiterzuentwickeln, ganz klar. Man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, wenn ich in den Statistiken der Fußballlehrer-Sportschule in Bad Tennef richtig gelesen habe, warst du ja auch Klassenbester deines Lehrgangs. Und der Mittelstürmer im Chat, der hat geschrieben, gibt es für dich oder so eine Art Trainer-Ranking, also wo du sagst, bei dem habe ich mich am besten oder mit dem kann ich am besten. Also wie gesagt, gab es bei dir ein Trainer-Ranking? Punkt. Fragezeichen. Nee, Fragezeichen, nicht Punkt. Also natürlich gibt es Trainer, wo ich sage, unfassbar viel mitgenommen. Ralf Rangnick zum Beispiel im taktischen Bereich. Winnie Schäfer, damals zu meiner Stuttgarter Zeit, Umgang mit jungen Spielern. Ja, Patrick Sander zum Beispiel, Menschlichkeit auch im Profigeschäft. Ja, Eduard Geier aus wenig Mitteln, viel machen. Ja, Felix Magath, Athletik. Ja, also da gibt es wirklich schon ein paar Trainer, wo ich sage, ja, da kann man schon viel mitnehmen und rausziehen. Ja, aber nochmal entscheidend, wenn du dann selber Trainer bist, auch deinen eigenen Stil zu finden, ja, mit einem Wiedererkennungswert. Ich glaube, das ist auch enorm wichtig. Wie, was ist denn, wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation kommen, dein Team belegt ja gerade den dritten Platz in der Tabelle hinter Aschaffenburg und den FC Nürnberg 2. Was ist denn noch möglich, wenn die Saison weitergehen sollte? Und ich glaube, in der Regionalliga Bayern wurde das ja eh ein bisschen anders gelöst als in der Regionalliga Nordost, richtig? Richtig, tatsächlich, ja. Also wir haben, mein Trainerteam und ich, wir haben den Verein 2018 übernommen, auf dem letzten Tabellenplatz abgeschlagen, wo keiner mehr einen Pfifferling auf die Spielvereinigung Bayreuth gegeben hat. Wir haben in der Saison dann noch den neunten Platz erreicht, also super die Klasse gehalten und haben dann gesagt, okay, wir entwickeln den Verein jetzt in der Struktur weiter, das ist auch enorm wichtig, wenn du dann irgendwann mal den nächsten Schritt Richtung dritte Liga machen möchtest, und wir entwickeln die Mannschaft, den Stil, wie wir spielen und auch die Qualität der Mannschaft und jeden Einzelnen natürlich weiter. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir wirklich jetzt mit diesem neuen Modus auch, wir sind jetzt Dritter auf einmal, ja, mit dem neuen Modus auch, in ja, der so aussieht, dass wir in Bayern nach der abgeschlossenen Saison die ersten vier einen Playoff-Modus ausspielen, um dann den Relegierten auszuspielen, der dann gegen den Norden relegieren muss oder darf. Und da sind wir echt gut dabei und wollen versuchen, so lange wie möglich dort oben dabei zu bleiben erstmal. Ja, da drücken wir dir natürlich ganz, 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 ganz fest die Daumen. Eine Frage, die mich jetzt gerade, ja, jetzt ist auch raus. Ja, nee, ich bin durch. Frage, es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Ach da, ja, genau, Nico, bitte. Und zwar, zu welchen ehemaligen Spielern, sage ich jetzt einfach mal, hast du denn noch Kontakt? Und da will er bestimmt, meint er bestimmt die Spieler vom FCE, mit denen du damals ja in der Bundesliga gespielt hast. Gibt es da noch, ja, Kontakte oder werden Weihnachtsgrüße ausgetauscht mit Kollegen? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Ich habe zum Beispiel Tomislav Piplica auch jetzt zu uns nach Bayreuth geholt, weil wir dort auch die komplette Jugend neu aufstellen und strukturieren. Er ist bei uns jetzt, bei uns im Verein, Jugendkoordinator, zuständig auch für den Übergangsbereich der U-Mannschaften zur ersten Mannschaft. Ich habe Marcel Roschkoni, oder wir haben Marcel Roschkoni als sportlichen Leiter installiert bei uns, der dort auch Stand jetzt bis jetzt auch sehr gute Arbeit leistet. Fraschelta Silva haben wir auch noch Kontakt, oder ich noch Kontakt, wo wir uns ab und zu schreiben. Ja, Kukielka, ja, Radu, also da ist der Kontakt nie wirklich abgerissen und es freut mich immer sehr. Francis Kiyoyo zum Beispiel auch tatsächlich, der jetzt auch mich besucht hat vor ein paar Wochen in Bayreuth. Also da freue ich mich immer sehr, wenn alte Weggefährten aus der erfolgreichen Cottbuser Zeit, dann ja, wenn wir uns ja committen, austauschen und vor allem dann auch wiedersehen.
So muss das auch sein. Wie gesagt, man ist ja auch nicht aus der Welt und hatte ja eine schöne Zeit zusammen. Und dann sollte man den Kontakt. Aber das gilt, glaube ich, in allen Bereichen, Nico. Das geht uns vielleicht auf Arbeit ähnlich wie dem Timo mit seinen ehemaligen Energiekollegen natürlich auch. Der Matze hat noch schnell im Chat geschrieben und der hat es bestimmt schon 5-mal geschrieben. Und jetzt will ich auch seine Frage fragen. Timo, könntest du dir in ganz ferner Zukunft, wenn Bayreuth deutscher Meister ist und du vor lauter Langeweile sagst, ach nee, das und ist Champions League gewonnen hast. Und Champions League gewonnen hast und sagst, ich will noch mal was Neues anfangen, könntest du dir einen Job bei Energie vorstellen? Also, er meint wahrscheinlich auf der PlayStation jetzt, das mit der Champions League. Also, Fakt ist eins, ich hab das schon öfter gesagt. Cottbus ist ein Verein, mit dem ich mich immer auseinandersetzen werde oder würde, wenn Anfragen kommen, definitiv, weil ich dort einfach noch viele Freunde habe, viele Bekannte habe, einfach eine Top-Zeit hatte und auch mit den Fans, mit den Menschen in dieser Region gut zurechtkomme, definitiv mich da immer wohl gefühlt habe. Ob ich es dann natürlich auch machen würde, das steht auf einem anderen Blatt, keine Frage, aber grundsätzlich mit Energie Cottbus auseinandersetzen, sprechen, ja, und immer, keine Frage. Ich hoffe, die Verantwortlichen haben das gehört. Und wie gesagt, sobald Timo die Meisterschaft geholt hat, wird vielleicht Zeit für was Neues. Ganz genau. Ja, jetzt muss man, aber da muss ich auch ganz klar sagen, jetzt muss man natürlich auch den neuen Trainer auch die Zeit geben. Das ist auch wichtig, dann auch der Mannschaft die Zeit geben, dort jetzt hoffentlich für positive Ergebnisse wieder zu sorgen. Und da drücke ich natürlich aus der Ferne beide Daumen, ganz klar. Das machen wir auch. Ich glaube, Nico, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass wir mit unserem jetzigen Trainer Dirk Lottner sehr zufrieden sind, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist zwar nicht mehr die Halligalli-Show auf Pressekonferenzen, wie man es vielleicht noch bei Peter Wollitz hatte, was mich ja als... Aber braucht man das? Braucht das Energie Cottbus? Es war eine Zeit lang unser einziges, wo man Cottbus noch wahrgenommen hat. Das, so traurig, wie das klingt. Das stimmt leider. Aber gut, da will ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, man sollte sich lieber wieder auf das Sportliche konzentrieren und nicht um das Drumherum. Ja, und das macht Dirk Lottner sehr, sehr vorbildlich. Also auch wenn man seine Bilanz sieht, seitdem er ja da ist, gewinnen wir ja mehr Spiele. Ich glaube, wir haben erst eins unter seiner Regie verloren. Den Rest haben wir nur gewonnen und unentschieden gespielt. Also man will sich gar nicht ausmalen, wo wir gelandet wären, wenn wir den vielleicht schon letztes Jahr geholt haben. Aber gut, das ist genug Träumerei. Nico, bitte. Ja, genau, du hast ja mittlerweile seit neuestem auch eine Instagram-Seite, die wir auch hier in der Videobeschreibung verlinkt haben. Und wir haben auch aktuell immer noch 60 Zuhörer hier im Livestream, sehr viel ist für unsere Verhältnisse. Also auch schon mal danke an alle, die zugehört haben. Und da fragt der Niklas Wenzel auch schon gleich, wann kommt ihr zur Auslosung? Timo, weiß ich nicht, das würde ich dir überlassen, weil du hast ja für Energiefans ein sehr lukratives Gewinnspiel auf deiner Seite gemacht. Ja, also ich bin da jetzt, was das anbelangt, auch ein bisschen aktiver bei Instagram. Ja, unter Timo Rost. Und ich wollte einfach für die erste Aktion, war es mir einfach wichtig in der aktuellen Lockdown-Phase auch für die Fans, einfach ein kleines Weihnachtsgeschenk zu präsentieren, um ihnen einfach eine kleine Freude zu bereiten. Und das war so der Grund, warum ich da jetzt, ich finde auch ein tolles Trikot von Energie zu Erstliga-Zeiten eben verlosen wollte. Und da wollte ich mich auch nochmal auch jetzt über eure Plattform dafür bedanken, dass auch so viele mitgemacht haben. Ja, es waren über 170 Teilnehmer, die dann auch sehr, sehr tolle Kommentare abgegeben haben. Und dafür möchte ich mich auch nochmal sehr bedanken bei euch. Ja, ich habe auch mitgemacht. Ich kenne den Gewinner noch nicht. Du fliegst raus, Nico, du zählst nicht. Er kennt ja meinen Namen auf Instagram nicht. Vielleicht heiße ich ja völlig anders. Deswegen, Timo, wenn du das Gewinnspiel hier auflösen möchtest, so war es auch, glaube ich, geplant. Die Leute zittern schon im Chat, wer jetzt das Trikot gewinnt. Raus damit. Ich habe noch Platz in meinem Schrank, so ist nicht. Ich muss mal so neugierig sein, da ich nicht bei ist dein Account Nico Kind? Nee. Oh, das wäre es ja gewesen. Ich heiße anders, aber das wäre es ja gewesen.
Also ich muss Folgendes sagen, wir haben uns da wirklich ein bisschen Arbeit gemacht. Wir haben wirklich alle 170 Teilnehmer oder über 170 Teilnehmer, haben wir ja die Namen ausgedruckt, haben sie wirklich in so eine große Kugel rein und haben dann ein bisschen auf WM gemacht. Wir haben eine WM gespielt. Also wir haben Achtelfinale gezogen, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Ich gehe jetzt mal rein ab dem Halbfinale. Im Halbfinale waren dabei der Flori 23, der Oliver Rieger und der Micha 239 sowie Nico Kinn. Im Finale waren dann der Micha 239 gegen Nico Kinn. Und jetzt um 19.10 Uhr gebe ich den Sieger bekannt. Also das Trikot von Energie Cottbus zu Erstliga-Zeiten hat gewonnen. Und dafür einen herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus, der Nico Kinn. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch natürlich von uns. Und er möchte bitte dann auch ein Foto mal reinstellen, wie er das Originaltrikot von Team Rost über seinen Astralkörper dann gezogen hat. So ist es. Und er soll sich bitte auch dann bei mir melden, natürlich auch mit Adresse, damit ich ihm das signierte Trikot dann auch zuschicken kann. Aber auch an alle anderen nochmal vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Freude bereiten können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich bin nicht böse, dass ich es nicht bekommen habe. Ich glaube, aus der Saison, weil ich gucke mir gerade das Trikot nochmal an, das war, glaube ich, auch in der Saison wurde auch ab und zu mal mit den orangenen Trikots gespielt, oder? Ja, richtig. Ja, weil ich habe vom Vrajel da Silva ein getragenes orangenes im Schrank. Deswegen, wie gesagt, ich hätte noch Platz gehabt, aber ich gebe mich auch mit dem zufrieden. Und der Vrajel, du scheinst ja, wie gesagt, noch Kontakt mit ihm zu haben. Der hat mich tatsächlich mal in Lotte, als ich in Lotte kommentiert habe, angesprochen, weil er mich gesehen hat durch einen ganz großen Zufall. Ich habe keine Ahnung, was er damals in Lotte gemacht hat, und hat sich dafür bedankt, dass er mein Trikot getragen hat. Und ja, jetzt haben wir hoffentlich ein neues Trikot, was man oft im Stadion der Freundschaft sehen wird. Apropos, die Frage habe ich vergessen, aber ich fand die Aktion damals ziemlich lustig. Jetzt kriegst du aber Klassenkloppe. Ja, ich fand die Aktion damals ziemlich lustig. Du hast ja tatsächlich die Haare orange färben lassen. Jetzt weiß ich es nicht, wie es gerade frisurentechnisch bei dir aussieht. Passiert sowas, wird sowas nochmal passieren oder war das eine einmalige Sache? Das war schon aus dem Grund eine einmalige Sache, weil ich jetzt nicht mehr viel habe. Ja, das war damals zum Klassenerhalt eine Wette, und die musste ich natürlich dann auch einlösen und habe ich gemacht und die Farbe war natürlich dann passend auch zu unseren Auswärtstrikots in Orange. Wie lange hast du die Farbe drin gehabt? Also wie lange bist du mit orangen Haaren rumgelaufen? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir sogar mit ein paar Jungs dann damals auch noch nach Mallorca geflogen sind. Aber da war es dann nach der ersten Partynacht egal, welche Frisur man hatte. Wer sich das gerne anschauen will, braucht einer, muss mal googeln. Team. Nico hatte mich ja schon auf die richtige Spur gebracht. Timo Rost, orangene Haare einfach eingeben und dann sieht man, Timo Rost mit orangen Haare nach dem Klassenhalt. Auf jeden Fall ein schönes Bild. Lange ist her. Und der Gewinner. Der Nico Kinn, was du ja gerade angesprochen hast, Timo, ist sogar hier bei uns im Chat und hat sich schon tausendmal bedankt. Hier ist er zwar als, oder ist sie oder er, ich denke mal, keine Ahnung, auf jeden Fall als im Chat ist er als Kinny drin. Also Kinny, du hast gehört, dass Timo Rost dich im Finale gezogen hat. Schreib ihm bitte deine Adresse und dann kann das Schmuckstück auf Reisen gehen. Und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch, um Gottes Willen, das habe ich noch fast vergessen. Ganz genau, ja. Wenn der Chat noch eine Frage hat, aber wir scheinen so langsam durch zu sein, her damit. Frank, wir haben es gerade schon gesagt, unser Katalog ist quasi abgearbeitet. Timo, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, das hören gerade noch einige Energiefans zu, dann raus damit. Ansonsten bleibt mir und Frank wahrscheinlich ja nichts übrig, außer dass wir uns bedanken bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben uns extrem gefreut und in Erinnerung, sich so ein bisschen einzutauchen, macht immer Spaß. Und wenn man dann noch einen Zeitzeugen dabei hatte, der aktiv mitgewirkt hat, ist es natürlich umso schöner. Wie gesagt, Timo, wenn du noch was auf dem Herzen hast, dann raus damit.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch beiden für das tolle Interview. Ja, sehr, sehr tolle Fragen, die ihr mir da auch gestellt habt. Super Sache. Und ich wünsche natürlich allen Energiefans jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich bald wieder erfolgreichere Zeiten. Dafür drücke ich, wie gesagt, beide Daumen. Sehr schön. Ich habe noch eins, aber wirklich das Letzte. Und zwar, du hattest ja schon gesagt, in Bayreuth gibt es eine kleine Energie-Cottbus-Connection mit Tomislav Pipica, Marcel Rosgoroni natürlich auch. Aber du hast ja auch einen ehemaligen Spieler von uns, den Anton Makarenko, bei euch unter Vertrag. Und ich meine sogar, wenn ich mich recht erinnere, ist er vielleicht sogar noch Kapitän bei euch. Bestell ihm bitte ganz schöne Grüße. Und eine Frage habe ich noch. Ärgert er sich bei Niederlagen immer noch so sehr wie damals in Cottbus? Ja, also auf jeden Fall. Er ist tatsächlich unser Kapitän, hat jetzt in der Saison schon 10 Tore erzielt, war Assists auch unheimlich wichtig, auch mit seiner Erfahrung. Wir haben jetzt nur 4 Spiele verloren in der Saison, aber nach den 4 Niederlagen hat er sich mit Sicherheit sehr, sehr drüber geärgert, definitiv. Ich frage deswegen, weil es gab eine schöne Szene, da haben wir noch in der dritten Liga gespielt gegen den BVB 2, also neben dem großen Stadion vom BVB Westfalenstadion, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, auf jeden Fall haben wir beim alten ehrwürdigen Rote Erde Stadion gespielt, genau daneben, und der Energiebus durfte aber im Westfalenstadion parken und wir sind dann auch an Anton dann vorbeigelaufen und er hat so gehadert, dass wir da, glaube ich, 3-0 oder 3-1 da auf die Mütze kriegt und er war so angefressen, wo ich gedacht habe, schön, dass ein Spieler auch noch so angefressen ist nach einer Niederlage und nicht einfach ins Auto steigt, die Kopfhörer anmacht und dann denkt, okay, neuer Tag, neues Glück. Und deswegen, wie gesagt, lag es mir sehr am Herzen, Anton Makarenko hier auch nochmal für dich oder über dich Ihnen schöne Grüße aus Cottbus zu vermitteln. Das ist schön, da freut er sich, bin ich mir sicher. Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir es. Wie gesagt, vielen Dank, Timo. Frohes Neues. Ich denke, gerade jetzt nach dem Stream werden nochmal einige Augen mehr aus Cottbus auf die Regionalliga Bayern schauen und gucken, was dort passiert. Und wir wünschen dir alles Gute für den Rest der Saison. Und ja, vielleicht hört man oder sieht man sich in naher Zukunft wieder. War mir eine Freude auf Wiederhören. Ja, vielleicht hört man uns ja in der dritten Liga. Vielleicht sieht man sich auch in der dritten Liga. Also ich drücke ganz auch natürlich, dass Bayreuth aufsteigt in die dritte Liga. Und vielleicht kommen wir ja in ein paar Jahren auch hinterher. Und dann können wir uns auch mal persönlich treffen. Das soll es auch von mir gewesen sein. Nico hat die Schlussworte schon gesagt. Also auch dann von mir. Ciao, ciao. Und danke, Timo, für alles. Alles Gute. Danke. Macht's gut, Männer. Ciao. So, und das war der Timo Rost. Ja, Frank, hat mir super, super viel Spaß gemacht. War genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Es macht einfach Spaß, über diese Zeiten zu reden. Und wie gesagt, Timo Rost ja auch einer der Charaktere, die diese Zeit geprägt haben. Wenn ich fertig bin, ich glaube, ich gucke mir heute den ganzen Tag noch Cottbus Bundesliga-Highlights an. Ja, mit den Toren von Timo Rost. Wie gesagt, das Dortmund-Video kann man ja sehen und das Rostock-Video kann man, glaube ich, auch irgendwo sehen, hattest du mir ja verraten. Ja, man, ja, also mit Glück findet man gibt Tricks. Ich kann ja mal ein paar Links reinstellen. Frank, du wolltest genau, was sagen. Genau, mach mal. Ja, nee, stell ruhig ein paar Links rein. Was mir sehr gefallen hat, ist diese diese Glaubwürdigkeit. Authentizität, Frank. Also ich sag mal, die Glaubwürdigkeit. Es gibt ja so Energiespieler, beziehungsweise Energiespieler stimmt ja gar nicht. Es gibt auch normale Spieler oder andere Spieler, wo du dir eine Frage stellst und du weißt die Antwort eigentlich auch schon, weil du da sagst, okay, was soll der auch anderes sagen? Aber bei Timo kommt es wirklich ehrlich und exakt rüber und du kannst dich total damit identifizieren. Und ja, also mir hat es auch fantastisch viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer noch sehr wie du gesagt hast, authentisch und ehrlich, dass er zugibt, dass Cottbus, weil das hat er auch damals schon in dem Interview von vor 11 Jahren, was es immer noch auf YouTube gibt, gesagt, dass er Cottbus damals eigentlich nur als Sprungbrett nutzen wollte und umso schöner, dass es ja dann ja nicht so gekommen ist und dann eine lange Zeit geprägt werden konnte, aber das muss man ihnen anrechnen, das nach wie vor so ehrlich zu sagen. Ne? Man könnte ja auch einfach sagen, nö, ich wollte schon bei Cottbus, da konnte ich mir gut vorstellen, länger bleiben. Finde ich super. Genau. Find ich super. Als die erste Anfrage war, wusste ich schon, ich bleibe 8 Jahre, egal was passiert. 8 Jahre, genau. 8 Jahre. Nee, war wunderschön.
war wirklich toll, wie gesagt, mit Timo auch wieder gesprochen zu haben. Und wie gesagt, man sieht eigentlich, er ist eine total ehrliche Haut und es hat mega viel Spaß gemacht. Nico, wir kommen ja, das war unser, wie du ja am Anfang des Chats oder des Livestreams gesagt hast, unser zweiter Winter-Podcast oder Winterpausen-Stream. Wir haben ja noch was Nächstes in der Pipeline und zwar, da will ich auch jetzt mal ein bisschen Werbung machen, am 9.1. um 13.30 Uhr, ist ein Samstag, 13.30 Uhr, ist Anstoß zu unserem großen Energie-FM FCE-Quiz. Also, wer von euch Lust und Laune hat, und ich könnte wetten, da gibt es bestimmt auch eine Frage, wo die Antwort vielleicht Timo Rost lauten könnte. Also, wer da sein FCE-Energie-Cottbus-Wissen testen möchte, schaut bitte bei uns auf Facebook, da kann er sich die Teilnahmebedingungen durchlesen, kann sich auch schon anmelden. Anmeldeschluss ist übrigens der 8.1. um 20 Uhr. Bis dahin sind alle Leitungen offen und dann sage ich mal, tragt euch ein und dann am 9.1. wird die Silke und der Andreas euch die Fragen so um die Ohren hauen und ich bin mir ziemlich sicher, es wird keinen einzigen Energiefan geben, der alle Fragen weiß. Also das glaube ich definitiv nicht. Naja, mal gucken. Also vielleicht Das sagt ja Nico übrigens auch, jetzt muss ich ein bisschen spoilern, weil er nämlich auch im Rateteam sein wird, was Energie FM stellt. Richtig. Da werden wir die Werbetrommel auch noch mal ein bisschen rühren demnächst. Und dann freuen wir uns, wenn das stattfinden wird, Frank. Ja, ansonsten haben wir wieder mal ein Jahr rumbekommen, Frank. Und ja, ich würde mal sagen, 2021, alles wird besser. Kann nur besser werden. Also noch schlechter, ich weiß es nicht. Ja. Obwohl schlechter geht immer, oder? Ja. Auch sportlich gesehen für den FCE, wir hoffen mal, dass das alles gut wird und geben unserem und hoffen, dass unser neuer Präsident Ruhe in den Verein bringen wird und dass Dirk Lottner seine Hausaufgaben macht und die Mannschaft weiter nach vorne bringt, wie er es ja schon ein bisschen gemacht hat, haben wir ja gesagt, es ist ja ein wenig besser geworden, kann man so sagen. Ja, die Mannschaft wird übrigens nicht, wie erst zuerst angekündigt, am 4. Januar wieder zusammentreffen und dann ins Training einsteigen für die Rückrunde, sondern wie vor 2 Tagen bekannt gegeben wurde, auch erst am 14., also am 13. hatten wir ja schon besprochen, wird ja im NOFV nochmal getagt, wie die Saison weitergeht und am 14. steigen dann auch die Spieler von Energie Cottbus. So ist Stand jetzt der Plan, weil wir wissen ja beide nicht oder niemand weiß ja, wie das mit Corona noch weitergeht. Vielleicht wird auch bloß noch die Hinrunde zu Ende gespielt, keine Ahnung. Oder es gibt doch ein Playoff, so wie Nico das favorisiert. Also offiziell, wer möchte am 14. kann vielleicht mal schauen, ob es vielleicht irgendwelche Trainingsvideos von Energie TV gibt vom ersten Training im neuen Jahr. Genau. Und ansonsten frohes Neues an alle, die noch zuhören. Auch Grüße nochmal an den DJ Anoke, der jetzt auch wieder dabei ist. Wir haben ihn schon vermisst. Wir haben ihn schon vermisst. Bleibt alle gesund. Frohes Neues und wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.